Okay. Gut, mein Freund, dann folge mir mal. Ja, also Joshua Graham würde ich gerne mal sprechen. Wobei er ja Mitglied bei der Legion war. Also der hat keine weiße Weste in dem Sinne. Wahrscheinlich ist er jetzt auch kein Freund mehr der Legion, sicherlich nicht. Und ich weiß nicht, der Feind deines Feindes ist dein Freund. Das kann sein, aber das muss es sicherlich nicht. Ich meine, der Feind deines Feindes kann genauso gut dein Feind sein, in dem Sinne. Aber in manchen Fällen kann es natürlich schon sein, dass der Feind deines Feindes dein Freund ist. Ihr kennt es ja. Aha, schon wieder Slendy. Er ist hinter mir. Es ist Folge der sehr. alten Straße nach Süden. Es ist sehr Rast ruhig. da. Es läuft nicht mal Musik. Das ist merkwürdig. Habe ich hier ein Radiosignal? Serum-Mato-Übertragung, mysteriöse Ausstrahlung. Warten Sie einen Moment, bevor Sie gehen. Ja, okay, ist wahrscheinlich das nächste Addon. Vielleicht. Okay. Ja, also sieht schon mal alles sehr schick aus hier. Sehr adrett, das kann man sagen. Wow, schicke Blumen. Ja, wohl. Geht sogar. Okay, wir sind anscheinend auf dem richtigen Weg und zwar hier entlang. Ich habe einfach mal das Radio angeschmissen. Als kleine Abwechslung hier. Wobei ich muss sagen, ich hatte mit Fallout New Vegas sehr viel Glück, denn ich habe des Öfteren hier mal Musik laufen im Zeit zu Spiel. kämpfen. Und hatte sogar vergleichsweise wenig Probleme auf YouTube, denn ihr kennt es ja, das YouTube-Content-ID-System erkennt dann die Musik und dann gibt es da wieder Probleme. Siehst du die toten Wachen? Laut Schamanen sind das die Seelen der Feinde. Joshua sagt, sie zeigen. Verdammt. Ich wollte nicht mit der Waffe auf ihn zielen. Dann hören Sie ihm auf zu reden. Zu schwadronieren. Ja, das war nicht ganz mein Plan. Was haben wir hier? Ja, Stange Zigaretten natürlich. Was haben wir da oben? Okay, das scheint aber soweit schon richtig zu sein. Ja. Ich gehe noch einmal hier entlang, weil mich dieser Aussichtspunkt hier interessieren würde. Aber danach mache ich mich zielstrebig auf und dann frönen wir hier den Hauptmissionen. Denn wie gesagt, dieses. Also, ich. Warte, Die du Haupt. läufst doch im Ja. Kreis. Könnt ihr sie genauso gut mit der Feder treffen? Oh, Skosi. Oh, Blaster Master. Wir haben irgendwas mit 10.000 erreicht. Ich weiß nicht was. Das hat zumindest Erfahrungspunkte eingebracht. Wir sind ja auch schon auf dem Level 30 angekommen. Was ja in Fallout 3 das Maximum war. Okay. Na, Moment. So, entschuldigt, mein Rechner schon wieder, der Lüfter. Der fängt immer an, lautstark zu vibrieren. Ich merke das dann so nebenbei nur. Ja, jetzt ist er ruhig. Aber das wird dann natürlich vom Mikrofon aufgenommen, deswegen möchte ich das vermeiden. Merkwürdig. Ist erst seit kurzem so, da muss ich mal etwas unter die Haube schauen. Hübscher Weg Ranger von hier weg. Zwischenstation. Wenn man Extra gut weiß, wo gestapelter man hin Steinhaufen. muss, sieht man von hier aus viele tolle Orte. Okay, dann hat Ich sich zeig jetzt. sie dir. Danke sehr. Okay, dann hat sich unsere Wahrnehmung jetzt quasi um 3 erhöht. Das war ja eins seiner Extras. Und wir könnten jetzt anscheinend alle Punkte hier sehen, aber wir haben sie sowieso schon. Wegen unserem extra Entdecker. Wir haben ja das extra Entdecker, mit dem wir generell alle Punkte auf der Karte sehen. Ich wollte jetzt einfach mal diesen Punkt hier gesehen haben. Aber macht schon einiges her, muss ich sagen. Macht schon einiges her. Ja, man muss sagen, Siehst du die Fallout. Handabdrücke? Wüstenpferde und Tränenvolk markieren damit verbotene Orte. Orte von damals. Glück Aha. für dich, dass ich nicht daran glaube. Ja, das ist ja gut, dass er nicht abergläubisch ist. Das sieht auch gefährlich aus. Also man muss sagen, Fallout New Vegas, das Spiel hat auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel. Wobei, also zählt sich ganz ehrlich noch in Gänzen. Also es ist alles andere als ein altes Spiel, aber ein paar Jahre ist es natürlich schon draußen. Und grafisch technisch, naja, kein Vergleich zu heutigen Spielen. Mit Modifikationen kann man aus Fallout New Vegas noch einiges rausholen, genau wie mit Fallout 3. Aber das tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch, muss ich sagen. Also die Grafik ist jetzt eben noch
gut genug, dass man das Ganze auch noch ohne größere Probleme spielen kann, denn es gibt durchaus Spiele von, Anfang, Anfang 2000 herum. Mitte 2000 wäre ja 2500 ungefähr und da sind wir noch ein paar Jährchen von entfernt. Aber es gibt ein paar Spiele, oh, eine Toilette. Ja, erstmal trinken. Aber es herrscht hier keine Radioaktivität, wollte ich mal angemerkt haben. Das ist Qualitätstoilettenwasser. Und die Musik ist wirklich merkwürdig. Ich sage nicht schlecht, ich sage merkwürdig. So, nehmen wir mal mit. Stimpak, Redwell. Ja, oh ja, die nehmen wir mit. Park Ranger Hut, den lasse ich mir nicht entgehen. Hinsetzen, naja. Okay, wir gehen mal weiter. Ja, aber es gibt eben ein paar Spiele, die grafisch, technisch dann eben schon sehr stark. Die Spuckpflanzen und die grünen Monstermenschen stammen nicht aus Zier. Warte, hoch. Du läufst doch im Kreis. Sieh im Kreis? Achso. Ihre Karte und geh ein Stück zurück. Hm, sehr nett, dass er das anmerkt. Wir müssen wirklich in diese Richtung hier anscheinend. Kann ich denn hier direkt weiter? Ach, Tatsache, da ist jemand. Hallo? Krieger der Wüstenpferde. Okay, der scheint also freundlich zu sein. Okay, hier sind wir richtig. Ja, aber es gibt sehr viele Spiele, die eben schlecht altern. Es gibt Spiele, die altern gut. Es gibt Spiele, die altern schlecht. Das hängt dann auch teilweise mit der Grafik und so weiter und so fort zusammen. Auch mit dem Gameplay natürlich. Diese Ballereien zeigen die Siege der Wüstenpferde über die anderen Stämme. Seit Joshua bei uns ist, sind es viel mehr geworden. Aber doch schon faszinierend, muss man sagen. Aber Fallout ist eben generell. Also auch die alten Teile, die sind wirklich gut gealtert, muss man sagen. Die machen schon noch einiges her und ja, Fallout 3. Ich meine, Fallout 3 und Fallout New Vegas, da ist auch grafisch-technisch und gameplay-technisch kein großer Unterschied vorhanden, deswegen. Also das kann man ohne Probleme noch spielen. Okay, Lagerfeuer, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, die lasse ich mal hier. Okay, das hier ist ja... Ja, das ist richtig. Gut, dann sind wir hoffentlich auch bald da. Ich weiß bisher... Achte auf Fallen im Wasser. Irgendwie muss man sich schließlich die Weißbeine vom Hals halten, oder? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe auf die Fallen geachtet. Also zumindest Fallout ist sehr gut gealtert. Generell, die ganze Reihe. Auch Fallout New Vegas. Also, da hat man keine Probleme. Na schön. Okay, dann mein Freund, folge mir. Die Musik gefällt mir, die ist schmissig. Schön. Und, Moment. Ist er jetzt Nee, ich bin reingelaufen, ich dachte schon. Obwohl ich mir ja nicht sicher bin. Vielleicht sind wir beide reingelaufen. Wer weiß das nur? Na schön. In diese Richtung hier, ich glaube... Fallen-Rock-Höhlen. Aha. Ja. Ja. Meinetwegen. Okay, hier entlang gehen. Aber das gefällt mir soweit, muss ich sagen. Das neue Areal hier. Territorium. Wir sind da. Ja, wir sind da. Gleich dort vorn, in der Engelshöhle. Ich weiß nur nicht, warum hier keine Musik spielt. Also, jetzt mal vom Radio abgesehen. So. Da werden wir. Ich komme in Frieden. Lager der Wüstenpferde. Jetzt spielt doch Musik. Gut. Gut. Na, hallöchen. Die sagen alle nur gut. Ja, ein sehr bodenständiges Volk hier, muss man sagen. Reden. Moment, reden. Was willst du wissen? Oh Gott. Oh Gott, natürlich. Erzähl mir etwas über diese Gegend, irgendwelche interessanten Tiere. Es sind größtenteils Gebirgsgroßhörner. Auf den Klippen ist eine ganze Herde. Eigentlich sind sie nicht sehr aggressiv. Aber in letzter Zeit... Puh. Ich vermute, dass sich eins der Kälber unterwegs verlaufen hat. Großhörner sind Herdentiere. Ein Kalb fehlt und die ganze Herde spielt verrückt. Wenn das Kalb nicht bald auftaucht, könnte es passieren, dass sie ins Tal herabkommen und das Lager angreifen. Diese perfiden Viecher. Das klingt nicht viel zu... Das klingt nach viel zu viel Arbeit, vielleicht später. Ja, wir werden das nicht machen, aber ich nehme sie einfach mal an. Vielleicht kann ich dir da helfen. Ach ja?
Hey, danke. Die meisten Jäger hören nicht zu, wenn ich ihnen von dem Problem erzähle. Eins noch. Töte keine Großhörner, wenn es sich vermeiden lässt. Du verscheuchst sonst die Herde und wir müssen auf der Jagd weiter raus. Schicke Baseballkappe übrigens. Was sollte ich deiner Meinung nach sonst machen? Du kannst versuchen, das Baby mit ein paar Yucca-Bananen herauszulocken. Diese Großhörner sind ganz verrückt danach. Tja, Mensch, wer mag denn keine Bananen? Okay, ich werde mich darum kümmern. Das ist großartig. Ich werde helfen, so gut ich kann. Ja, ich wollte aber eigentlich noch mit ihm reden. Was willst du wissen? Okay, erzähl mir... Achso, wer waren diese Stammesleute, die mich angegriffen haben? Weißbeine, üble Gesellen. Ihre Raubzüge führen immer tiefer nach Zion hinein, seit Neukanaan ausgelöscht wurde. Warte, was? Neukanaan wurde ausgelöscht? Wie? Das hat Joshua auch erzählt. Viele Weißbeine kamen vom Great Salt Lake und überfielen die Neukanaaniter, bevor sie sich verteidigen konnten. Joshua fand einige Überlebende, angeführt von einem gewissen Daniel. Die meisten waren aus dem Tal geflohen, aber Daniel blieb mit dem Tränenvolk da. Er hatte mit Joshua gestritten, ob sie gegen die Weißbeine kämpfen oder lieber die Wüstenpferde und das Tränenvolk aus dem Tal herausführen sollen. Wo kommen die her? Das ist das Merkwürdige. Normalerweise bleiben die Weißbeine am Great Salt Lake. Ich weiß nicht, was sie so weit nach Süden geführt hat. Ich will mehr über dich erfahren. Was willst du wissen? Warum wirst du Volk Kreide genannt? Unsere Speer hinterlassen Kreidezeichen, um wildreiche Orte zu markieren. Ich bin noch kein echter Speer. Ich folge den Zeichen und führe die Jäger. Was sind das für Tätowierungen? Wir Wüstenpferde schmücken uns als Erinnerung. Wenn ein Jäger auf seine erste Jagd geht oder ein großes Tier erlegt, bekommt er eine Tätowierung. Ich will etwas über deinen Stamm wissen. Wir landeten im Land des Wüstenpferdes, auch wenn ich keine Ahnung habe, warum die damals Leute es so nannten. Wir plünderten und kämpften und verloren. Unsere Feinde trieben uns nach Zion zurück. Ohne Joshua wären wir verreckt. Ohne ihn und seinen Caesar. Moment, was ist mit Caesar? Das frage ich mich gerade auch. Als Joshua herkam, war er der Diener des Mannes namens Caesar. Er führte die Armeen seines Meisters und wir waren bereit, ihm in den Krieg zu folgen. Er verlor die Armee seines Meisters an den Stamm Ensia, das Abendrotvolk. Als er zurückkam, war er so wie jetzt, verbrannt, gebrochen, verändert. Er führte uns weg von Caesar, führte uns zu unserem eigenen Schicksal in Zion. Umso besser, mit der Legion sollte man am besten nichts zu tun haben. Was hat Joshua für dich getan? Ohne Joshua wären die Wüstenpferde immer noch die Prügelknaben des Zion-Tals. Er brachte uns bei, unser Territorium zu verteidigen und uns zu schützen. Er führte uns von Caesar weg und zeigte uns, wie Caesar uns zerstört hätte. Was weißt du über die Neukanaaniter? Ein wenig. Ich traf paar Mal einige ihrer Missionare, aber ich war nie in ihrer Stadt. Joshua könnte dir mehr erzählen. Oder Daniel, schätze ich. Was hat es mit den Patronenhülsen an deiner Keule auf sich? Wir dekorieren unsere Keulen damit, zu Ehren von Joshua Graham. Sein alter Stamm nutzte sie als Waffen. Darum machen wir jetzt dasselbe. Ich kann nicht behaupten, dass sie sonderlich gefährlich aussehen, aber Joshua sagt, sie hätten den Westen erobert. Erinnerst du dich an irgendwas über Joshua, bevor er euer Anführer wurde? Nur ein wenig. Ich war sehr jung. Er war anders. Stolzer, ja, aber härter, grausamer, bestimmter. Ich hatte große Angst vor ihm. Hatten wir alle. Als er zurückkam, hätte ich ihn fast nicht wiedererkannt. Er war bescheidener. Er wollte beschützen, nicht mehr zerstören. Dieses Erlebnis hat ihn also verändert. Ich würde ihn nur allzu gerne treffen. Warum ist es so wichtig, dass wir gegen die Weißbeine kämpfen? Naja, weil sie unsere Feinde sind.
Was sollen wir sonst tun? Sie rauben unser Land. Sie töten unsere Speer. Sie wildern in unseren Jagdgründen. Ich habe keine weiteren Fragen. Sprechen wir über etwas anderes? Frag nur. Okay, erzähl mir mehr über Joshua Graham. Er ist unser Stammeshäuptling, seit er im Tal zurück ist. Er zog vor Jahren in die zivilisierte Welt in den Krieg. Das lief aber nicht so gut. Ja, die zivilisierte Welt und Krieg, das sind zwei Dinge, die eigentlich nicht zueinander passen sollten. Also dass, naja, in der zivilisierten Welt Krieg herrscht, das sollte eigentlich nicht sein, aber es ist eben so. Wobei man dann anzweifeln kann, ob es sich dabei wirklich um eine zivilisierte Welt handelt. Was ist mit ihm passiert? Wenn du sein Gesicht siehst, wirst du es verstehen. Ja, er ist verbrannt, das wissen wir ja. Der einzige Krieg war der Angriff von Caesars Legion auf den Hoverstaudamm. Hat er dort gekämpft? Ich weiß nicht. Er spricht nicht viel darüber. Vielleicht. Aber wie können zwei zivilisierte Stämme wegen etwas so Unwichtigem wie einem Damm kämpfen? Eine ausgezeichnete Frage. Klein, hast du den Hoverstauder mal gesehen? Der ist größer als einige Berge hier. Du würdest dich wundern, um was zivilisierte Stämme kämpfen. Jetzt klingst du genau wie Joshua. Er sagt immer, das Stammesleben wäre besser und dass ich hier bleiben und die Welt draußen vergessen solle. Ja, ist wahrscheinlich in manchen Fällen auch anzuraten. Auch wenn man natürlich, oder wahrscheinlich auch hier unser Kollege Folgt Kreide, auch ein sehr schöner Name übrigens, der will wahrscheinlich auch mal die große Welt sehen. Ich meine, wer will denn eingeschränkt sein? Man will ja über den Tellerrand hinaus, in dem Sinne. Ha! Wirklich? Das ist... Oh mein Gott. Müssen wirklich hochzivilisierte Leute sein, die das gebaut haben. Durchaus. Okay. Hier warten, reden wir über die Taktik. Was soll... Wir sollten Ausrüstung tauschen. Ja, ich glaube, das war alles. Geh in Frieden, Freund. Ja, das werde ich. Du ebenso, mein Kollege. Hier wird gebraten. Ach, ein Riesengecko. Okay. Ja, ein informatives Gespräch durchaus. Jetzt können wir weitergehen in diese Richtung. Er hier macht Liegestützen. Guter Mann. Gut. Ja, sag ich doch. Gut. 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 Gut, gut. So. Zwei Bären klatschen ab. Das sind die besten Namen überhaupt. Engelshöhle. Sehen wir mal nach. Hallo? Hoi, Ausländer Soku Joshua Graham. Sorry, ich verstehe. Also, ich glaube, ich habe das schon gut genug verstanden. Kanan, Jünger der Wüstenpferde. Was? Zeig Respekt, Ausländer. Joshua Graham, größter Kriegshäuptling. Ja, ich habe sie ja so in etwa verstanden. Achso, Volkreide, Hammer. Höhlenpilz, Mensch, die leuchtenden Höhlenpilze, das sind die besten. Gut. No zeig tu beda, ahi yiganya. Ja, ja, okay, tut mir leid. Gut. Ja, dann. Die sagen auch nur gut. Na schön. Ach, dann reden wir mal mit der einzig zivilisierten Person hier. Mit Graham. Okay. Ja, die Höhlen, die gefallen mir generell immer. Höhlenpilze. Ach du Heiliger, diese ganzen... Wir hätten Ihnen beim ersten Besuch in Zion einen besseren Empfang bereiten sollen. Aber wie ich gehört habe, sind uns die Weißbeine zuvorgekommen. Ah ja. Weißbeine scheinen heutzutage unsere einzigen Besucher zu sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass jemand aus der Mojave kommt, um uns zu finden. Und sie sind sogar ein Kurier. Nicht der, den ich erwartet habe, aber der wäre wohl auch nicht mit einer Karawane gekommen. Ich weiß nicht, ob sie den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe nahestanden, aber sie haben meine Anteilnahme. Ich bete für die Sicherheit aller guten Menschen, die nach Zion kommen, sogar Ungläubige. Aber wir können Gott nicht die ganze Arbeit zulassen. Okay. Ja, der Verbrannte, meine Damen und Herren. Woher wissen Sie so viel darüber, was mit mir passiert ist? Die Wüstenpferde sind fähige Speer. Nichts kommt nach Zion oder verlässt Zion, ohne dass ich davon höre.
Ich bin mit Happy Trails hierher gekommen, um mit den Neukananitern Kontakt aufzunehmen. Happy Trails. Ich erinnere mich. Sie waren gute Freunde. Ich habe schlechte Neuigkeiten für Ihren Arbeitgeber. Neukanaan wurde zerstört und die Einwohner vertrieben. Nur wegen den Weißbeinen und Caesar. Die Weißbeine möchten der Legion beitreten. Caesars Initiationsritus ist die Zerstörung der Neukanaaniter. Wahrscheinlich wegen mir. Die gute Nachricht ist, dass wir ihnen helfen können, den Rückweg zu finden. Daniel, einer der Neukanaaniter, hat Karten der Gegend gezeichnet. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ihnen nicht sofort helfen können. Dafür ist gerade einfach zu viel los. Ich werde nicht gehen, ohne meine Hilfe angeboten zu haben. Was kann ich tun? Versuchen Sie nicht, mich zum Helfen zu bewegen. Ich bin nicht interessiert. Wie wäre es, wenn ich den lieben Daniel aufspüre und die Information aus ihm herausschüttele? Ja, wir helfen mal. Für uns sind Sie ein guter Nachbar. Wir haben alle unsere dunklen Zeiten. In diesen Zeiten können wir uns Gott zuwenden. Aber Freunde sind gut. Ich weiß nicht. Ja. Daniel und ich brauchen Vorkriegswerkzeuge, um jenseits von Zion navigieren zu können. Bei einer Evakuierung sind diese Instrumente lebenswichtig. Normalerweise würden wir von Wüstenpferden oder von dem Tränenvolk danach suchen lassen. Aber viele Vorkriegsgebäude im Tal sind tabu. Ja, ich würde da doch lieber Freunde präferieren, anstatt Gott, der vielleicht nicht existiert, man weiß es nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warum machen Sie oder Daniel das nicht verboten? Das Tränenvolk glaubt an einen Geist, der in den Höhlen lebt. Sie sagen, der Geist habe sie bestraft, weil sie die Höhle unerlaubt betreten hatten. Sie haben zur Abschreckung Markierungen an den Eingängen angebracht. Bei den Weißbeinen funktioniert das nicht. Aber die Wüstenpferde haben Angst. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Volk Kreide kann Ihnen helfen, sich im Tal zurechtzufinden. Er ist unerfahren, kennt aber unsere Sprache gut genug, um die Warnungen vor Vorkriegsgebäuden zu ignorieren. Ach ja. Oh, einige Erfahrungspunkte. Oh ja, einige. Touristenfalle. Ich meine, ich würde ja noch gerne mit ihm reden. Volk Kreide. Ankunft bei Zion. Haben wir abgeschlossen. Okay. Beim Angeln. Ausgang Eastern Virgin. Warum trägst du überhaupt all diese Kronkorken mit dir herum? Die klappern doch wie verrückt. Oh, naja. Wo er sagt, wir haben sehr viele dabei. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Und er trägt einen Verband. Was sagten Sie über einen Kurier? Wen haben Sie erwartet? Caesar würde das nie offen zugeben. Aber er weiß, dass ich lebe. Ich habe so einige seiner Frumentarii und Killer getötet, die nach mir gesucht haben. Angeblich reist einer als Kurier durch die Mojave. Die meisten Agenten sind im RNK-Territorium gestorben, aber vielleicht hat dieser überlebt. Ich traf Caesar, wissen Sie? Was würde er sagen, wenn ich ihm erzählen würde, dass Sie hier sind? Beten, Gott, wovon reden Sie da? Ich bin ein Neukanaaniter. Wir glauben, dass wir die Erben einer spirituellen Tradition sind, die unseren Vorfahren vor langer Zeit gegeben wurde. Wir haben Bünde mit unserem Gott geschlossen und eingehalten, um seine Gesetze zu ehren. Dafür winkt uns nach diesem Leben ewiges Seelenheil. Eines Tages kehrt unser Herr zurück, um über uns zu richten. Bis dahin müssen wir seine Gesetze ehren und andere auf den Weg der Erlösung bringen. Darum handeln wir mit anderen und arbeiten mit Stämmen. Wir bieten nicht nur Lebensmittel und Medizin. Gute Neuigkeiten sind unser wertvollstes Gut. Wenn Sie das sagen. Moment, Sie glauben das nicht wirklich, oder? Klingt nach einem Deal. In einer Welt voller Elend und Ungewissheit ist es tröstlich zu wissen, dass es doch Licht im Dunkeln gibt. Mit jedem Tag kommen wir dem jüngsten Gericht etwas näher. Wir müssen dem Herrn folgen und andere ermutigen, weiterzugehen.
Für viele von uns ist dies ein schwieriger Weg. Aber egal, wie oft wir auch fallen mögen, er steht uns immer offen. War der Dritte Weltkrieg nicht schon jüngstes Gericht genug? Werden sie niemals schwach? Jeden Tag. Einige Tage sind schwieriger als andere. Nette Schusswaffen. Im großen Becken und auf dem Colorado-Plateau ist jeder Stamm für eine bestimmte Waffe bekannt. Weißbeine sind für ihre großen Maschinenpistolen bekannt, den Sturmtrommeln. Die haben sie aus einem Waffenhaus bei Spanish Fork. Die Wüstenpferde haben natürlich ihre hölzernen Kriegskeulen und das Tränenvolk hat seine Yaokwai-Handschuhe. Diese automatische Pistole wurde vor nahezu 400 Jahren von einem Stammesmitglied entwickelt. Wir erlernen ihren Gebrauch in unserem Initiationsritus. Vor 400 Jahren? Haben Sie hier das Sagen? Das würde ich nicht sagen. Ich bin der Kriegshäuptling der Wüstenpferde. Sie sehen zu mir auf, aber ich habe nur die Autorität, die Sie mir geben. Daniel ist der geistige Anführer und die Hauptverbindung der Neukanner Anita zum Tränenvolk. Er ist jetzt oben in den Narrows. Was hat das mit diesen ganzen Stämmen hier auf sich? So einiges. Hier in Zion gibt es vier Stämme. Sie sind unterwegs schon den Weißbeinen begegnet. In diesem Lager finden sie Wüstenpferde. Das Tränenvolk lebt in den Narrows und schließlich gibt es noch Daniel und mich. Wir sind Neukanner Anita. Warum haben die Weißbeine meine Karawane angegriffen? Sie greifen alle an, die keine Weißbeine sind, vor allem Karawanen. Allein könnten sie nicht überleben, darum müssen sie rauben. Aber sie sind hier, um uns auszulöschen. Uns alle. Sie wollen Caesar's Legion beitreten und können ihren Wert nur dadurch beweisen, dass sie die Neukanner Anita und alle unter unserem Schutz töten. Sprechen sie unsere Sprache? Die meisten nicht. Seit dem Krieg sind hunderte von Jahren vergangen. Sie haben ihre eigenen Sprachen entwickelt. Nehmen Sie die Wüstenpferde. Wir glauben, sie waren ursprünglich Flüchtlinge von einem Ort namens Res, östlich des Grand Canyon. Sie sprechen Res und eine Sprache, die von Reisenden in Res gesprochen wurde, als die Bomben fielen. Mit der Zeit haben sie sich vermischt. Vor vielen Jahren war ich Übersetzer, aber bei all den Stammesdialekten ist es schwer, die Übersicht zu behalten. Verständlich. Gehört das Tal den Wüstenpferden? Das Tal gehört Gott, aber nein. Die Wüstenpferde leben in der Taos Point am Colorado River. Sie sind hierher gekommen, weil ich sie gebeten habe. Bevor ich zur Gemeinde zurückkehrte, hatte ich sie Jahre zuvor besucht. Ich sah damals anders aus, aber ich habe sie beeindruckt. Ich habe ihnen beigebracht, effizienter zu jagen und ihre Waffen und Vorkriegsausrüstung besser zu pflegen. Sie waren mir sehr dankbar. Warum habe ich niemanden vom Tränenvolk im Tal gesehen? Beim Tränenvolk gibt es gute Jäger, aber keine Krieger. Sie mussten seit Jahrzehnten keinen Krieg führen oder gegen Raider kämpfen. Obwohl sie einen ausgewachsenen Yaogwai jagen können, können sie mit den Weißbeinen nicht umgehen. Darum sind wir hier. Sind die Neukananita wirklich ein Stamm? Wir tragen mehr Kleidung und verstehen mehr von Technologie als sie. Aber wir sind dennoch ein Stamm, eine Familie aus mehreren Familien. Boneyard, Phoenix, New Vegas, das sind alles nur Orte aus Metall und Stein. Neukanaan stirbt, aber der Stamm lebt weiter. Wenn die Wände einstürzen, wenn man alles verliert, gibt es immer noch die Familie. Und die Familie gehört immer zu einem Stamm. Okay, reden wir über was anderes? Sehr gern. Zum Beispiel haben Sie was im Angebot. Meine Ausrüstung ist reparatursbedürftig. Darf ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen? Und ich meine, er ist von einem sehr brutalen Mitglied der Legion zu einem Gläubigen geworden, nachdem er eben, verbrannt wurde und einen Berg runtergeschmissen wurde.
Ich möchte, dass Sie sich darauf konzentrieren, Daniel zu helfen. Vielleicht ist später noch Zeit. Na, wenn Sie das sagen. Bis bald. Gott sei mit Ihnen. Ja, das muss nicht unbedingt sein, aber gut. Meinetwegen. Ich nehme mal an, wir müssen in diese Richtung hier. Da wären wir. Okay, wir haben folgende Aufgaben zur Auswahl. Beliebte Attraktion. Durchsuchen Sie die Überreste des zerstörten Scoutbus nach einem Kompass. Durchsuchen Sie die Zion-Fischhütte nach Walkie-Talkies. Durchsuchen Sie den Zion-Gemischtwarenladen nach 5 LI-Scout-Lunchboxen. Durchsuchen Sie die Zion-Ranger-Station nach einem medizinischen Versorgungsset. Großhörner von Eastern Virgin. Finden Sie einen Weg zu den Klippen. The show must go on. Das war doch... Ah ja, okay, das war noch in Freeside. Ist das hier die Hauptmission? Wahrscheinlich. Moment, Aufgaben. Finden Sie einen Weg zu den Klippen. Ja, das scheint... Hört sich irgendwie richtig an. Na hallöchen. Ja, erstmal hier die Leute stören. Ja, Attack. Das war ein sehr ausführliches Gespräch. Vielen Dank dafür. Mensch, was eine Aussicht. Gut. Ja, die Aussicht ist gut. Gut, gut. Sehr schön. Das freut mich. Dann einmal... Moment, wir müssen in diese Richtung hier. Da bin ich ja schon dezent abseits. Na, so, Weltkarte. Ja, Engelshöhle. Achso. Moment mal, wir sind doch hier. Siontal Empfangstisch, Eastern Virgin, Engelshöhle. Ich reise noch einmal zurück, denn wir müssen ja anscheinend... Wir müssen in diese Richtung hier. Ich weiß aber nicht, von wo aus ich dort hinkomme, das kann ich nicht sagen. Wir sehen uns mal um, früher oder später werden wir schon einen Weg finden. Faszinierend hier, sehr faszinierend. Das sieht doch nicht schlecht aus. Nicht wahr? Mein nicht sehr gesprächiger Kollege. Wobei er ja schon einiges erzählt hat. Ich will die Leute hier nicht überstrapazieren. Hier lang. So. Finden Sie das verlorene Gebirgsgroßhorn. Was? Töten Sie keines der... Entschuldigt, aber ich wollte ja eigentlich... Beliebte Attraktion. Durchsuchen Sie die Überreste des zerstörten Scoutbus. Durchsuchen Sie die Zion Fischerhütte nach Walkie-Talkies. Zion Gemischtwarenladen. Medizinische Versorgungsset. Und beliebte Attraktion. Zerstörter Scoutbus. Wir reisen mal hier umher. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was die nächste Hauptmission genau sein soll. Okay. Wir reisen in diese Richtung hier. Was liegt hier? Oh, Gegengift. Okay. Los geht's. Man muss sagen, die Yao Guai... Jungs, die sehen gefährlicher aus, als sie in Wirklichkeit sind. Ich glaube, mit denen hatten wir schon in Fallout 3 zu tun. Na schön. Die können hier meinetwegen liegen bleiben. Ranger Substation. Ach, nicht schon wieder diese Mistviecher. Bin ich schon wieder vergiftet? Status. Perfekt. Oh, wir sind vergiftet. Das Gift ist wirklich tückisch. Mehr als das. Hilfsmittel. Gegengift. Anti-Venom. Hier oben. Okay. Wurde früher als Gegengift gelistet und jetzt als... Ja, ganz ruhig, mein Freund. Jetzt als Anti-Venom. Okay, wie kommen wir jetzt am besten zu diesem Bus? Sollen wir überhaupt zu diesem Bus? Also, klar, das ist ja eine Mission. Ich weiß aber nicht, welche Priorität diese Mission hat. Seesack. Oh, Wodka. Oh,
bisschen Mistviecher sind hier überall. Okay, da wären wir. Lunchbox. Was sollen wir hier mitnehmen? Aufgaben. Nach einem Kompass. Okay. Cherry Bomb, Koffer. Lunchbox, Spielzeugauto. Dino-Spielzeug. Komm, komm. Moment. Kompass. Sensormodul. Aha. Wow. Ja, und weiter. Lunchbox, Lunchbox. Ich habe ein Sensormodul. Brauche ich hier noch mehr? Och, nö. Ja, ja. Ja, ich wurde schon wieder vergiftet. Oh, diese Mistviecher. Nach einem Kompass. Ich habe ja... Lunchbox. Moment, da war noch irgendwas. Beschädigter Kompass. So, dieser Kompass ist beschädigt, kann aber möglicherweise wieder vollständig repariert werden. So, Kompass. Und nun? Aufgabe abgeschlossen. Ja, wow. Wieso bringen diese Aufgaben so viele Erfahrungspunkte? Ich meine, wir haben einen Kompass gefunden. Ja, und repariert. Also ich beschwere mich nicht, meinetwegen. Oh, das verdammte Gift. Achso, ich kann ja auch übrigens noch etwas Wasser trinken. Halleluja. Sieht aus, als ob ich in die große Dunkelheit gehen würde. Ganz ruhig, du bleibst hier. Geh nicht in das Licht. Komme ich hier wieder raus? Und was machen wir als nächstes? Beim Angeln durchsuchen Sie Fischerhütte. Aha, Touristenfalle. Das, ist das direkt hier vorne? Achso, wir sind hier hinten. Duh. Ja, das könnte noch einen Moment dauern. Wir flanieren mal in diese Richtung hier. Na, mein Freund, alles klar bei dir. Ich hoffe mal. Okay. Wir haben etwas Leben wieder erlangt. Diese Insekten, die sind echt hinterhältig. Weil dieses Gift ja echt sehr lange anhält und uns tötet. Pass gut auf. Hier gibt es viele Riesenameisen. Wir nennen sie Picknickkiller. Keine Ahnung, was das heißt. Vermutlich etwas von damals. Ja, ja, okay, habe ich mir eben schon gedacht. Weitere Zeichnungen. Ich habe hier etwas auf der Karte. Wahrscheinlich Ameisen, vielleicht. Okay, los geht's. Ach nein. Kritischer Angriff, okay. Energetisch. Achso. Ich glaube, wir haben gerade wieder 300 Erfahrungspunkte erhalten. Das ist schön. Es ist wirklich schön, dass wir hier so leicht Erfahrungspunkte sammeln können. Okay. Aber umso besser. Seht euch den Himmel an mit den Sternen. Das sieht ja echt schön aus. Echt pittoresk hier. Also wirklich. Wenn ich das schon so prätentiös sage, dann muss das auch stimmen. Da bin ich mir sicher. Okay, hier entlang gehen. Ach du Heilige. East Fork, Lagerplatz, North Fork Brücke. Da war irgendwo ein Ameisennest. Vogelnest, Ameisenbau. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber wir gehen einfach mal weiter. Ich weiß nicht mehr, ob das hier Teil der Hauptmission ist, ich habe keine Ahnung. Diese Aufnahme wird auch nicht allzu lange gehen. Was ja für euch sowieso irrelevant ist, weil die Folgen werden ja, naja, alle täglich veröffentlicht. Von dem her ist das ja eigentlich egal. Also, ob ich jetzt mal nur ein paar wenige Folgen aufnehme in einer Aufnahme, ist ja irrelevant, weil ich ja sowieso im Voraus produziere. Ich will hier nur die Konversation am Laufen halten. Ach ja, die Musik. Das gefällt mir aber mit den Grillen und hier mit dem Sternenhimmel. Das sieht schon schön aus, muss ich sagen. Sehr idyllisch. Hallo? So. Weißbein-Mischling. Hey, schöne Nahansicht. Mensch. Ach ja, hups. Wo sind wir denn hier wieder gelandet? Ach Mensch. Deswegen mag ich Rollenspiele. Also,
Fallout unter anderem. Ich meine, es gibt auch weitere großartige Rollenspiele, aber Fallout gehört dazu meinen Lieblingen. Es ist einfach wie eine andere Welt, in der man sich verlieren kann. Wunderschön. Wo ist denn mein Kollege hier? Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auch schon gleich da. Das ging relativ schnell, muss ich sagen. Also, den Fußweg, den hätte ich mir länger vorgestellt. Okay, es sind schon wieder Gegner. Also, ich weiß nicht, welche Level-Empfehlung wir hier hatten, aber... Ja, die Gegner stellen kein wirkliches Problem dar. Aber man muss auch sagen, ich habe hier meine ganze Ausrüstung noch. Grüngecko. Die sehen echt sehr beängstigend aus. Ja, das war ein Stein. Guter Treffer. Ich hörte merkwürdige Dinge über die zivilisierten Länder außerhalb Zions. Aha. Leben dort wirklich Leute in einer riesigen Donnerechse? In einer riesigen Donnerechse? Stufe 31. Und zwar Wissenschaft machen wir mal auf 85. Oh, ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Ich erhöhe Schusswaffen einfach mal auf 100. Obwohl, ich frage mich gerade, ist es sinnvoll, vielleicht nochmal ein paar Punkte freizulassen für den Fall der Fälle? Ja, ich weiß nicht. Reparieren. Energiewaffen? Ja. So. Level, das nächste Level haben wir in Handumdrehen erreicht, deswegen habe ich die Punkte hier einfach mal sporadisch irgendwie verteilt. So. Ach Mensch, hier unten. Okay, Tatsache, das sind Hände. Handabdrücke. Als Warnung. Dann sehen wir mal nach. Gemischwarenladen. Und was sollen wir hier finden? Aufgaben. 5 Little Scout Lunchboxen. Okay, General Store. Gute Arbeit. Mein Junge, gute Arbeit. Ja, solange er denken kann. Moment, ich wollte hier noch eine Sache überprüfen. Extras. Also, wir regenerieren ja eigentlich jetzt Leben, wollte ich mal angemerkt haben. Power-Rüstungstraining, schneller Stoffwechsel. Also müssten wir zumindest. Bla 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 bla. Serie. Stoffwechsel, genau. Ach stimmt, damit sind auch... Stimpacks wirkungsvoller. Gut gestapelter Steinhaufen. Graf tot. Gebildet. Entdecker. Confirmed Bachelor. Auch schön. Beweglich Impartat. Arithmetische Abrechnung. Also irgendwie fehlt mir hier gerade das Extra, mit dem wir Leben regenerieren. Das haben wir uns doch gegönnt in der letzten Aufnahme. Also entweder das wurde uns für das Add-on hier genommen oder ich weiß auch nicht. Oder es ist hier irgendwo und ich sehe es gerade nicht. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Hielten die Wüstenpferde Orte der alten Welt für verboten? Wenn du mich fragst, sieht das nicht wirklich gruselig aus. Bäh. Also ganz ehrlich, wenn ich so eine Heuschrecke treffen würde im Garten, da würde ich mich aber echt verjagen. So. Stash. Verdammt. Muss ich doch wieder hier... Nein! Oh, nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie ich das hier überspringen kann. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Ja, ja. Es wird immer spannender. So. Lone. Known. Yes. That was pretty correct. Like my English. So. Lieferfehler. Horaic Applebaum. Hi Mandy, Horaic Applebaum hier vom Gemischwarenladen in Zion. Vor 3 Wochen habe ich Luxus Bergmann Universal Überlebenspacks bestellt. Sie wissen schon, die mit Kompass, 2 Walkie-Talkies und einem komplett Erste-Hilfe-Kasten. Ich schreibe Ihnen, weil ich bis heute 15.06.57 noch keine Lieferung erhalten habe. Die Packs sind mir ausgegangen und jetzt, wo die Sommerferienzeit beginnt, brauche ich so schnell wie möglich Nachschub. Danke, Horace. Ja, Mensch, Bustur. Sehr geehrter Scoutführer Mitchum, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Little Scout Lunchboxen, die Sie bestellt haben, eingetroffen sind. Sie können sie im Gemischtwarenladen abholen, wenn Sie nach Zion kommen. Wir haben Montag bis Samstag geöffnet, jeweils von 7 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Wir freuen uns, Sie und Ihre Scouts am Unabhängigkeitstag begrüßen zu dürfen. Beste Grüße, Applebaum. Lieferproblem, schon wieder.
Mandy, wer zum Henker führt eigentlich diese Versandfirma? Ich habe gerade 3 Kisten voller offizieller Dinky der Dinosaurier TM Actionfiguren bekommen. Die waren für irgendeine Touristenfalle in Nevada bestimmt. Warum zum Teufel sind die hier gelandet? Mandy, was zur Hölle soll ich mit dem Kram anfangen? Wenn wir das Dinky-Markenzeichen wegfeilen, können wir sie vielleicht als Kindersouvenirs verscherbeln, aber das ist immer noch ein enormes Verlustgeschäft für mich. Was auch immer in ihrer Versandabteilung vor sich geht. Bringen Sie das in Ordnung oder ich schwöre bei Gott, dass ich mich nach jemand anderem für meine Bestellungen umsehen werde. Gruß, Horace, PS, die Überlebenspacks, die ich letzten Monat angefordert habe, sind noch immer nicht eingetroffen. Sie wissen schon Dinge, die ich auch tatsächlich verkaufen kann.